Konrad, zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit das schwarze Auge Memoria. Und zuletzt ist allerhand passiert. Ja, jetzt ist es irgendwie so, dass diese Brida uns versucht, auf einmal auf ihre Seite zu ziehen. Plötzlich sind wir sozusagen ihr Handlanger geworden. Vielleicht war es auch vorher schon so. Aus dem Grunde finde ich sie halt auch so ein bisschen unsympathisch, weil, naja, ich spiele ja Geron und ich mag es halt nicht, wenn man so behandelt wird. So, mach mal dies, mach mal das und naja, egal. Das ist ja jedem selber überlassen, wie er sie so findet. Jedenfalls hat sie uns zuletzt gefragt, ob wir denn halt mitmachen wollen sozusagen und ja, wie reagiere ich? Wieso sollte ich dir helfen, sag ich jetzt einfach mal. Oder, nee, wieso sollte ich dir helfen? Genau, das ist noch besser. Wieso sollte ich dir helfen? Ich weiß nicht. Du bist doch über den Tatort geschlichen und hast Zeugen verhört. Du wirst schneller ans Ziel kommen, wenn du mir hilfst. Außerdem bist du alt genug, um zu wissen, was du tust. Ja, das war schon, aber das beantwortet trotzdem nicht die Frage, warum ich mit dir zusammenarbeiten sollte. Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch nur eine mindere Novizin. Puh. Die anderen Novizen stecke ich locker in die Tasche. Und ja, ich will ihn fangen. Und ich will ihn verbannen. Natürlich ist es riskant, aber ich lasse mir doch nicht aus Vorsicht das Abenteuer meines Lebens entgehen. Fehlen nur noch die Zeichnung des Dämons, ein Köder und der Kraftspeicher. Und es kann losgehen. Ja, gut, da hat sie irgendwie recht und so, aber naja. Hey, jetzt gibt's ja nur das. Ich dachte, du wolltest nicht, dass ich mich in Gefahr bringe. Ach, ich wollte dich doch nur loswerden. Ich hielt dich für einen neugierigen Holzfäller. Jetzt weiß ich, du bist einer von diesen Möchtegern-Helden und für Möchtegern-Helden habe ich Verständnis. Ich würde auch lieber völlig unvorbereitet in eine finstere Drachenhöhle springen und mein Leben riskieren, als Tag ein, Tag aus Schafe zu scheren. Außerdem drängt die Zeit und ich brauche Unterstützung. Du hättest eine ganze Magierakademie hinter dir. Sobald die aber erfahren, dass ich einen Dämonen jage, ziehen die mich sofort ab und lassen das die Magister machen. Und die Freude möchte ich ihnen ungern allein überlassen. Okay. Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll. Aber wenn ich nicht mitmache, findet sie Fahi womöglich noch vor mir. Du brauchst also eine Zeichnung des Wesens, einen Köder, um es anzulocken, und einen... Einen Kraftspeicher. Hier, ich habe es dir aufgeschrieben. Und das hier wirst du auch brauchen. Ein Ring mit einer Linse? Das ist ein weiteres Artefakt aus Ulrichs Sammlung. Es nennt sich Hasenauge. Eine Erfindung des Magister de Hoto. Wenn du hindurch siehst, kannst du magische Spuren in der Umgebung erkennen. Versuch es! Magister de Hoto, da muss ich immer sofort an The Night of the Rabbit denken. Gut, okay. Dann haben wir jetzt alles erstmal, dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Oder wie? Nee, ich gehe in die Schankstube zu Hilda. Bleib hier, ich muss sicher gehen, dass du verstanden hast, wie man die Linse benutzt. Ach so, ja, okay. Ich bin schon wieder einen Schritt zu weit. So, was sag ich? Wie? Kohlepergament, Messzettel, Weinkrug, Odem Arcanum. Mhm. Magisches Leuchten. Hast du etwas gefunden? Diese Glasscherben hier. Haben sie geleuchtet? Ja. Das heißt, jemand hat Magie auf sie gewirkt. Vielleicht sogar unser Freund. Folge der Spur weiter. Vielleicht gibt sie einen Hinweis darauf, was er sucht. Ich darf das Hasenauge behalten? Warum nicht? Der Zauber hält ohnehin nur noch 3 Tage. Danach ist die Linse wertlos. Und was, wenn ich der Spur folge und dem Vieh dabei in die Arme laufe? Dann schreist du. Viel Glück. Du findest mich auf der Lichtung. Ich denke, sie will das eigentlich aber selber machen. Aber was macht sie jetzt? Na egal. Hauptsache... An wen bin ich da nur wieder geraten? Weiß auch nicht. Ich heiße übrigens Breda. Ich bin Geron. Weidmanns Heil, Geron. Auf eine etwas andere Jagd. Breda. Okay, alles klar. Nicht Breda oder so. Wissen wir das auch mal. Hat sie sich mal netterweise vorgestellt. Ja. Was wollte ich jetzt genau? Ich gehe nochmal in die Schankstube. Tütülü. So, die soll ja hier das mal aufzeichnen. Kannst du mir den Angreifer aufmalen? Ich kann es versuchen. Das ist er. So sah er aus. Ja.
Ist das ein Zauberstab auf seinem Rücken? Danke, Hilda. Du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, sie werden dieses Ungetüm so schnell wie möglich fangen. Bis dahin werde ich kein Auge zubekommen. Keine Sorge. Es gibt bereits einen Plan. Den Göttern sei Dank. Wir müssen ja auch noch Wein besorgen für den Giacomo, fällt mir gerade ein. Vielleicht weiß ich gar nicht, wofür das gut ist, aber das sollten wir auch noch mal tun. Den Weinkrug haben wir, aber an das Weinfass so rankommen, man könnte halt Hilda noch mal ablenken irgendwie. Kannst du dich an noch etwas von letzter Nacht erinnern? Nein, nur an diesen unheimlichen Schatten. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Was kann ich dir Gutes tun? Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Ja, Kannst du dich an noch etwas von letzter Nacht erinnern? Nein, nur an diesen unheimlichen Schatten. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Gut. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Nochmal das Schwein wenden, wenn wir schon mal hier sind. Ah, ja. Was sagt ein Giacomo dazu? Nix. Bis später. Nix. Einfach mal nix. Gut, dann haben wir das. Hilda hat mir den Umriss des Angreifers aufgemalt. Ob ich irgendwo noch einen weiteren Zeugenbericht herbekomme? Nach meinen Anschuldigungen gehe ich ihn lieber aus dem Weg. Ja. Gut, mit denen kann ich also gar nicht reden, scheinbar. Den Wein, da komme ich, glaube ich, so auch nicht ran, nur wenn Hilda abgelenkt ist. Was ist mit dem Händler? Schön, euch wiederzusehen. Was kann ich für euch tun? Ach ja, der hat ja auch noch das Problem. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Die Stimme, die kenne ich doch auch. Die war... Wollt ihr denn nicht? Nein, danke. Was für eine... Ich glaube, die war auch in The Night of the Rabbit. Bin mir da nicht so sicher. Hier, vielleicht die Scherben ihm mal zeigen? Sagt euch das etwas? Es könnten die Reste der Schatulle sein, die mir letzte Nacht entwendet wurde. Oder auch nur ein Haufen bunter Scherben. Ich weiß es nicht. Ja. Die könnten wir aber vielleicht reparieren? Es geht nicht. Es sind noch nicht alle Teile beisammen. Dann benutze ich nochmal diese Linse. Über dem Kampfseminar kann ich einen leichten Schimmer erkennen. Aber dafür sind die Magier dort verantwortlich. Nur beobachtet. Mhm. Okay. Gehen wir mal trotzdem hier so ein bisschen lang. Vielleicht hat ja auch jemand was gesehen. Oder so. Aber die reden ja auch gar nicht mit mir. Schweine. Gehen wir da rein? Geht das überhaupt? Dürfen wir das? Ach, das geht sogar. Heda, Vogelfänger, das Kampfseminar ist nur für Magier und Novizen. Was willst du hier? Ulrich Bodiak sprechen. Magister Bodiak bat mich zu kommen. Er hat ein Artefakt, über das ich ihm mehr erzählen soll. Nun gut. Sein Zimmer ist im zweiten Stock, direkt neben dem Aufgang. Magister Eichwarts altes Zimmer? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Ich geh dann mal. Und bleib auf dem Weg. Wenn ich dich woanders sehe als im Zimmer des Magisters, fliegst du hier hochkant raus. Geht klar. Ich brauche keine Kohlen. Aber immerhin haben wir jetzt hier welche. Den kennen wir auch noch. Ich weiß, wir waren uns nicht immer wohlgesonnen. Aber bitte beschützt Nuri und gebt ihr bald ihr altes Wesen zurück. Wir hätten es verdient. Mhm. Strohpuppen? Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal... So eine Puppe könnte Nuri gefallen. Wären sie nur nicht zu groß zum Tragen. Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal Feuer machen oder so. Dann hätten wir schon mal Kohle und Stroh und keine Ahnung. Es kommt mir so in den Also Kopf. Feuerball werfen wird hier schon mal nicht geübt. Mhm. Können wir uns ein bisschen Stroh abnehmen? Es würde nur stumpf werden. Ah, ja, dann weiß ich auch nicht. Latrinen. Da will ich jetzt gerade nicht hin. Nicht so gerne. Da möchte ich nicht suchen und irgendwas entdecken müssen. Ja? Ah, er ist es. Was willst du?
Maske? Es geht um die Maske. Was ist damit? Ich habe gerade einen Schluck Tee getrunken. Ich will sie zurück. Wo ist sie? Was kann sie? Ich will sie zurück. Ich will mein Artefakt zurück. Dein Artefakt? Nach Bredas Bericht hast du die Maske zufällig gefunden. Ah, shit, hätte ich mal damals gesagt, die gehört mir. Habe ich sowieso im Nachhinein gedacht, warum sagt er nicht, sie gehört ihm? Wo habt ihr sie hingebracht? Es ist meine Verantwortung, Unbeteiligte von jedweder magischer Entwicklung fernzuhalten. Das gilt ganz besonders für Heißsporne, die sich für angehende Magier halten. Was hat es mit der Maske auf sich? Ist sie gefährlich? Nur für jemanden, der Ur-Tulamidia beherrscht. Und mehr braucht dich nicht zu interessieren. Wenn ihr mir nicht mehr über die Maske erzählen wollt, können wir getrost das Thema wechseln. Ja. Ihr seid auf einmal so fröhlich. Kann ein alter Mann sich nicht auch mal freuen? Ich meine nur mit den Versteinerten und den Gerüchten über einen Dämon. Alles Geschwätz. Bald ist wieder alles beim Alten. Ihr scheint euch da ja sehr sicher zu sein. Das bin ich, mein Junge. Das bin ich. Wisst ihr inzwischen, was letzte Nacht geschehen ist? Was interessiert das einen Vogelfänger? Die Menschen haben Angst? Ach, die Schweinezüchter fürchten sich doch vor allem. Daher ist es wichtig, dass dieser Fall schnellstmöglich geklärt wird. Am Ende nimmt der Pöbel die Angelegenheit noch selbst in die Hand. Und was mit einem kopflosen Mob geschehen kann, haben wir letzte Nacht ja nun gesehen. Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Ich glaube, bei dem kommen wir nicht wirklich super weiter. Wir können uns nicht mal im Raum umschauen. Aber wir können ja hier vielleicht was machen. In die Bibliothek gehen zum Beispiel. Ja, super. Dann können wir wenigstens hier ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir ja noch was. Das sind nur Abschriften von Büchern, die ich letztens erst geklaut habe. Okay. Ja, wenn er hier sowieso immer ist, vielleicht findet er auch gar nichts hier. Hier haben Giacomo und ich den Plan zur Rettung Andergasts geschmiedet. Ja, das stimmt. Den Raum erkennt man ja auch sofort wieder. Ist ja alles quasi unverändert. Bei meinem letzten Einbruch habe ich bereits alles mitgenommen, was irgendwie hilfreich aussah. Für alles Weitere wende ich mich am besten an diese Breda. Ich kann diese Regale nicht mehr sehen. Ja, irgendwie geht's mir auch so, wenn ich hier so raufklicke, so schon wieder die Bücherregale. Obwohl ich halt Bücher liebe. Also das meine ich damit überhaupt nicht, sondern eher so dieses, oh, wie komme ich jetzt weiter, was soll ich machen? Sieht der Typ uns draußen an den Fenstern lang gehen? Ich hoffe nicht. Wir dürfen ja hier gar nicht rumschleichen. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Hier waren wir aber noch nicht. Hä? Wer bist denn du? Raus hier! Aber sofort! Ach so, der schickt uns wieder raus. Moment, das versuchen wir nochmal, ohne uns zu bewegen. Vielleicht können wir von hier aus irgendwie zumindest mal gucken. Nach. Du schon raus! Ich will das nicht. Will das nochmal probieren. Ich will wissen, was man hier machen kann, ohne dass es knarzt. Wenn ich immer anklicke, selbst mit Rechtsklick nur angucken, dann geht er dann trotzdem in die Richtung. Da ist ein seltsames Artefakt. Aha. Was er da so neben sich hat, der macht hier auch irgendwie so ein bisschen was für sich. Ah, vielleicht können wir hier mit unserer Fähigkeit. Guck mal einer an. Das haben wir jetzt irgendwie heile gemacht. Vielleicht können wir den, jetzt haben wir den heile gemacht und nun... Ich glaube, wir brauchen hier so ein bisschen unsere Fähigkeiten. Aha, da ist irgendwas mit Natur. Shit. Aber das ist so... Oh, ein Trampeltier. ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir... Ja, hier in diese Truhe wollen wir ran. Ich finde es doof, dass ich diesen Topf hier nicht mehr kaputt machen kann. Also so können wir nicht ablenken. Vielleicht können wir das Artefakt irgendwie ganz blöd kaputt machen. Oh. Das ist so doof. Ich versuche ja auch nur oft aus der Ferne, ohne mich zu bewegen, was zu machen. Aber
Er geht sofort halt dann dahin. Ich weiß, der spricht ihn bestimmt so auch an. Ich mach mal Rechtsklick. Er hat mich noch nicht bemerkt. Ach so, immerhin. Was kann man denn dann hier tun? Dass ich hier in diese Truhe jemals rankomme. Das ist ja wirklich schwierig. Und was hat mir das jetzt gebracht, ey? Das ist ein doofen Topf. Nee. Kann der hier lang gehen? Ach, der kann hier lang gehen, ohne dass er was merkt? Ja, das ist ja gut. Das ist ja schon mal was wert. Aha, wie weit geht das so, bis er was merkt? Okay. Also ziemlich weit eigentlich. Kann hier eine ganze Runde drehen. Ist hier hinten irgendwas Nutzbares, was ich machen kann? Geh mal hier lang. Ich glaube, so ein bisschen weiter darf ich jetzt nicht mehr. Vielleicht könnte man sich was bauen. Was Längeres. Und dann da rankommen. Da bist du. Ja. Ich glaube, da müssen wir dann später nochmal hin und das probieren. Aber es ist ja schon mal interessant. Immer diese alten Sprachen. Bosparano, Urtula Media. Konnte man sich nicht von Anfang an auf eine einigen und dann einfach dabei bleiben? Ich finde das eigentlich ganz witzig da hinten mit diesem, dass wir uns da jetzt so vorsichtig vortasten müssen. Das hat irgendwie was. Vielleicht können wir die Strohpuppen dafür verwenden oder so, weil die sind ja auch lang. Oder das Stroh nehmen, uns hinlegen, dann hört man das Knarzen nicht oder so. Keine Ahnung. Also da muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Es würde nur stumpf. Also Feuerball wäre... So eine Puppe könnte nur... Wären sie nur... Diesmal nehme ich die Tür. Okay. Ich gehe mal erstmal hier raus. Und, überleg, was wir noch so machen können. Wir waren ja zwar jetzt in der Magier-Akademie, aber es gibt bestimmt noch mehr zu tun. Ich mochte Hildas alten Stand lieber. Ja. Naja, damit hat halt auch alles so angefangen, ne? Hier, was ist mit dem Typen? Konnte man hier nicht gerade auch Sprechblase und so? Oder redet er mit uns nicht? Hier dann nicht. Aber wir können ja auch hier lang. Die Krieger im Tempel, sie halten zumindest. Okay, dann gehen wir hier lang. Jeder, der wenigstens... Mit dem kann man auch nicht reden, ne? Ich bevorzuge den und seit gestern... Ja, weil die hier reinkacken. Findet der den nicht gut? Ist voll eklig. Warum machen die Kinder das? Ich meine, ein Brunnen war zu der Zeit doch voll wichtig für Wasser. Gibt's hier irgendwas zu tun mit unseren Fähigkeiten? Hier vielleicht mal die Linse benutzen? Vielleicht entdecken wir was? Oh. Ja, allerdings... Nämlich bei uns oben. Die Spuren führen hinauf zu meinem Fenster. Ja, wegen Nuri aber bestimmt auch, oder? Vielleicht sollten wir mit der überhaupt sowieso mal reden. Bei der waren wir jetzt auch schon eine Weile, nicht? Nuri. Hallo. Ich will sie nicht wecken. Ach so, sie schläft noch. Dann lassen wir sie in Ruhe. Ich habe alles versucht. Hesinde-Geweihte befragt, nichts und uns selbst hoffentlich. Okay, Ich verwende die jetzt hier nochmal. Bestimmt wegen Nuri ist dieser Schimmer da, weil die ist ja magisch. Nee, es ist hier. Was ist das? Noch mehr Scherben? Jemand war letzte Nacht hier und hat im Licht der Laterne irgendetwas Stück für Stück auseinandergepflückt und uns dabei beim Schlafen beobachtet. Was ist hier los? Wie gruselig. Hat er jetzt noch mehr Scherben? Violette Scherben. Können wir das denn dann jetzt reparieren? Haben wir alle? Es geht nicht. Es geht nicht. Es sind noch nicht alle Teile zusammen. Okay, wir haben violette Scherben. Scherbenhaufen. Das ist ja interessant, das ist ja spannend.
Ich will sie nicht weg. Obwohl Noria vielleicht, aber die schläft ja nur noch. Die hat bestimmt nichts mitgekriegt, wer hier drinnen gewesen sein könnte. Was geht denn hier bloß vor sich? Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt, mit dem... Ja, ich guck mal... Um dem Dämon eine Falle zu stellen, braucht Breda folgende Sachen von mir. Eine genaue Beschreibung des Wesens, am besten aus mehreren Quellen, einen Kraftspeicher für Astralenergie aus der Akademie und einen Köder. Irgendetwas, was das Wesen in Andergast zu suchen scheint, falls es sowas gibt. Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich glaube, das ist einfach sein, eigentlich die ganzen Leute zu befragen, ob die noch was wissen. Aber, wen fragen wir denn? Die reden ja alle nicht mit uns. Können wir in den Wald? Geht das jetzt? Ach, das macht er sogar. Okay, vorher ging das ja nicht. Ja, wir erkunden einfach mal überhaupt die Gegend. Was sagt Breda dazu? Was ist das auf dem Boden? Ein Bannkreis. Wenn uns wirklich ein Dämon erwartet, kann man mit einem Bannkreis erst einmal nichts falsch machen. Es ist der richtige Zauberspruch, der mir Sorgen bereitet. Hast du gefunden, was wir brauchen? Hier ist die Zeichnung schon mal. Wozu die Zeichnung? Ich muss wissen, mit was für einem Wesen wir es hier zu tun haben. Suche Leute, die etwas gesehen haben und male, was sie dir erzählen. Okay. Mit was kann man einen Dämon ködern? Das hängt von dem Dämon ab. Finde heraus, ob irgendetwas in der Stadt seit gestern anders ist. Zum Beispiel, ob etwas vermisst wird. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Anschließend treibst du etwas Ähnliches auf und bringst es mir. Ah, okay. Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch nur eine mindere... Das hatten wir natürlich schon. Natürlich... Was ist ein Kraftspeicher? Ein weiteres magisches Artefakt. Es ist gefüllt mit Astralenergie, auf die ein Magier zurückgreifen kann, sollte seine eigene Kraft nicht ausreichen. Bis vor kurzem besaß Ulrich einen, doch er wurde ihm gestohlen. Finde heraus, wer ihn hat und bring ihn mir. Ich nehme an, es war jemand in der Akademie. Okay. Ich mach mich da. Bis später. Bis dann. Mein erster Gedanke war ja, dass wir auch noch, Was ist hier Dass wir auch noch, ja, dieses Artefakt haben, aber es ist ja kaputt. Ich glaube, das geht nicht mehr. Dafür. Da ist nur Mist drin. Hier ist die Muschel, die der Kerl zuvor an die Säulen gedrückt hat. Ich nehme sie mal mit. Okay. Hat Ulrich damit nicht versucht, die Gedanken der Versteinerten zu lesen? Vielleicht hilft uns das ja, zumindest im nächsten Part von Memoria. Ja, ich würde sagen, auf unserer Detektivsuche, da gehen wir das nächste Mal dann weiter und hoffen mal, dass wir irgendwie gut auf der Spur bleiben und vor allem die ganzen Sachen vom Merkzettel irgendwie hinbekommen und sich das nicht als zu kompliziert herausstellt, aber selbst wenn, das kriegen wir hin, denn ihr seid ja mit dabei und ich freue mich drauf, also bis zum nächsten Part.